Ivan der Schreckliche eroberte Kasan, aber verlor beinahe Moskau in Schlachten gegen die Krim. Das Khanat der Krim entstand bei der Spaltung der Goldenen Horde. Seine Khans aus der Kirei-Dynastie gerieten schnell in Abhängigkeit von den Turken. Manchmal spielte die Rus auf Konflikten zwischen der Krim und der Horde. Genauso befreite Ivan III. Die Rus vom Hordenjoch. Aber immer öfter waren die Khans und die Rus im Kriege. Russischer Sklavenhandel war ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft von der Krim. Moskau baute eine Reihe von Verteidigungslinien. Überfälle gab es aber fast jährlich. Einer von ihnen verwüstete die Rus so, dass der Khan meine, sie war besiegt. Er begann sogar, das Land zwischen seinen Vertrauten aufzuteilen. Ein Jahr später erlitt er vollständige Niederlage in der Morodinske-Schlacht aber. Das war ein Wendepunkt. Kirei-Dynastie schwächte sich seitdem, während sich die russische Grenze nach Süden verschob. Doch die Bedrohung völlig zu beseitigen und die Krim zu erobern, konnte nur Katharina II.